Ja, wir bemühen uns ja immer hier am Montagabend ein bisschen über den kleineren Fußball zu berichten. Die NRW-Liga ist bevorzugt unser Thema. Und das meiste ist wieder ausgefallen an diesem Wochenende. Kein Wunder bei den noch herrschenden, vorherrschenden Platzverhältnissen. Wir schauen mal auf die Grafik, denn immerhin hat es dann doch ein Spiel gegeben, das stattgefunden hat, das da genau in der Mitte. Und das zeigt uns, dass Hüls gegen Arminia Bielefeld 2 mit 0-5 verloren hat. Aber wir hoffen, dass das dann nächste Woche auch in der NRW-Liga wieder ein bisschen normaler weitergehen kann. Dazu noch eine Meldung. Frank Schulz hat laut Reviersport gesagt, dass er bei Westfalia Herne aufhören wird. Da fehlen ihm ein wenig die Perspektiven. Das war der ganz kleine Blick heute auf die NRW-Liga. Zu Gast haben wir immer noch Ailton und Lutz Spendig vom KFC Uerdingen. Wir sprechen ein wenig über all das, was die Menschen von Ailton erwarten. Aber wir sprechen auch über die Bundesliga, wenigstens ein bisschen jetzt. Gestern Werder geguckt? Ja, hab geguckt Werder gestern. Und, traurig gewesen? Ja, es ist... Deshalb sei es, hab nicht so sehr zufrieden mit beiden Mannschaften. Ich habe nicht so ein aggressives Spiel oder Leverkusen ein bisschen konservativ. Und Bremen hat man noch nicht so gute Idee. Aber das Glück, Bremen die letzte Sekunde hat, muss es 2-2. Lutz Spendig hat ja auch eine Verbindung zu Werder Bremen. Wir sind, glaube ich, per Du seit dem letzten Mal. Was hast du da gemacht bei Werder? Genau. Bei Werder erstmal bin ich da reingeboren. Und also Werderaner von Geburt. Dauerkarte jahrelang gehabt, ja. Auch noch. Als ich aber auch mal gearbeitet da irgendwie? Als Volontär, ja, in der Hinrunde letzte Saison. Ganz wichtige Sache, also was gelernt hast. Service, ja. Und du hattest ja auch die Idee, dann Ailton zu holen. Hat das was damit zu tun gehabt, dass du ihn von daher schon kanntest? Von damals? Ja, der Name fiel mir natürlich ein, weil wir haben gesagt, wir suchen Stürmer. Und dann habe ich gesagt, ich habe 5 Jahre Ailton beobachtet. Er fällt einem der ist cool. Ailton, Kurani, was man so braucht in der Liga. Ja, Kurani hatte ich nicht auf dem Zettel. Nee, also, ehrlich nicht? Ihr wollt ja was aus Hanseatisches haben. Dann. Ja, hat ja geklappt. So, wir schauen jetzt mal auf euer erstes Spiel. Das hat ja stattgefunden gegen Turo Düsseldorf hier im Paul-Jahn-Stadion in Düsseldorf. Und es war ein wichtiges Nachholspiel. Turo, wir hatten letzte Woche mit dem Trainer hier gesprochen, war richtig heiß auf den KFC. Ich denke, die meisten wissen, wie es ausgegangen ist. Trotzdem schauen wir uns das jetzt erstmal in aller Ruhe an. Pünktlich vor Spielbeginn nahm die neue Attraktion der Niederrheinliga auf der Tribüne des Paul-Jahne-Stadion Platz. Dorthin musste die in weiß gekleidete Turo aus Sicherheitsgründen ausweichen. Die Höhepunkte vor etwa 2000 Zuschauern, fast alle, ausschließlich in der ersten Hälfte. Xim Rexai trifft für Uerdingen, der Treffer aus dem Abseits aber zu Recht nicht anerkannt. Dann die Führung für die Gastgeber. Kirzi Laslan setzt sich gegen Bastian Pinske durch und Rey Alonso mit dem 1:0 für die Turu. Das Spiel im Anschluss ausgeglichen. Max Sesterhen prüft KFC-Keeper Ronny Kocke mit diesem Fernschuss. Letzte Szene vor der Pause. Sven Kegel flankt. Kapitän Erhan Albayrak köpft ein zum 1:1. Das war gleichzeitig auch der Endstand. Tura ist wirklich eine sehr, sehr starke Mannschaft. Wir haben wirklich nicht gedacht, dass sie so gut spielen. Stehen nicht umsonst an erster Stelle. Wir sind am Anfang gut reingekommen, haben dann nachgelassen leider ein bisschen und haben dann ein unglückliches Tor vor der Halbzeit kassiert. Und Uerdingen ist natürlich eine starke Mannschaft, auch von den Einzelspielern. Und ich denke, es ist ein gerechtes Unentschieden. Ailton hätte heute noch ein Tor gemacht, ja. Ja, und damit reduziert sich doch wieder alles auf Ailton. Gestern im Stadion gewesen bei dem Spiel? Ja, ich habe im Stadion gestern. Und zufrieden gewesen mit den neuen Spielern? Ich habe mich sehr zufrieden. Deshalb das Spiel gegen erste Mannschaft ist immer schwer. Und klar, muss 3 Punkte. Aber gestern. Ja, die ersten 20 Minuten haben die KFC ein bisschen Probleme, Kombination mit Ball. So. Jetzt kommen vier, fünf neue Spiele. Aber danach ein bisschen ganz langsam muss besser spielen. Aber ich muss sehr zufrieden mit dem Resultat von gestern. Wie wart ihr zufrieden als Verantwortliche mit dem Auftreten? Also, wie er schon sagte, mit den Neuverpflichtungen, die jetzt eingebaut wurden, war das eigentlich ein ganz ordentlicher Auftritt. Also man kann die Struktur erkennen und wir werden jetzt weiter daran arbeiten. Und jetzt kommen erstmal die schweren Gegner, Wuppertal, Homberg, stehen alle oben drin. Und danach hoffen wir, dass wir einen Rhythmus haben und dann einen Sieg nach dem anderen einfahren und den Aufstieg schnellstmöglich unter Dach und Fach bringen. Ja, das wird noch eine schwere Aufgabe. Das wird sehr schwer, keine Frage. Zumal, wenn wir auf die Tabelle schauen, da werden wir nämlich feststellen, dass der eine oder andere auch noch das eine oder andere Nachholspiel natürlich vorzuweisen hat. Also Turo Düsseldorf bleibt jetzt erstmal vorne, hat 19 Spiele, ihr steht bei 16. Jetzt können wir das hochrechnen. 9 Punkte drauf, dann wird er dran vorbei. Das wäre schon mal ein guter Schritt.
Aber man hat es gesehen jetzt bei der Turu, da sind auch Mannschaften, die für die sechste Liga einen ordentlichen Fußball spielen. Und was ich so ein bisschen für euch befürchte, ist, dass die alle heiß sind auf Ailton. Ailton, ein bisschen Angst vor der Robustheit, vor Foulspiel in der sechsten Liga, oder ist das nicht so das Thema? Nein, ich habe keine Angst. Ich muss klar, du musst auch passen, und wer muss eine Abwehr oder andere Spieler müssen hinter dir, muss diese, klar, es steht eine Schiri, und die Schiri muss analysieren, was genau was die Frau, die Foul muss. Auch eine rote Karte, auch eine gelbe Karte in sechs Liga. Und klar, es muss Angst nicht, aber muss aufpassen. Aber man hat auch durchaus Respekt vor den Leuten in der sechsten Liga, auch wenn man vorher im Profifußball war. Ja, ist klar, es muss es auch im Fußball, du musst ein bisschen Respekt wie alle, oder sechs, fünf, dritte oder acht. So. Respekt also, die spielen alle Fußball. Ne? Ja. Lutz lächelt so ein bisschen. Er erwartet, glaube ich, dann doch ein bisschen mehr von Ailton, dass er sich da mit seiner internationalen Klasse durchsetzt. Ja, was das, warte mehr. Also, das Mannschaftsgefüge muss passen. Ne? Ja. Und jeder hat ja nicht nur Ailton geholt, das müssen wir auch nochmal deutlich sagen. Er ist ein wichtiger Baustein, mit Sicherheit. Aber sind halt noch andere auf dem Feld und die müssen dann eben die Räume auch schaffen, dass er da durchstoßen kann, die Pässe spielen und dann werden wir viel Spaß haben zusammen. So, wir haben auch mal bei den Mannschaftskollegen, bei den neuen Mannschaftskollegen nachgefragt, so nach dem Motto, was haltet ihr von Ailton? Also jetzt sprechen die Kollegen von Ailton über Ailton. Dadurch, dass er im Oktober sein letztes Spiel gemacht hat in China, November, Dezember Pause gehabt hat, dann hat er sich ja an der Hand verletzt. Dann hat er einen Teil der Vorbereitung nicht mitmachen können, hat er es jetzt zwei Wochen mit der Mannschaft trainiert. So ist er auf einem guten Weg und er wird am Mittwoch seinen Einsatz bekommen. Die Vorfreude ist da. Wir hoffen natürlich, dass er dann direkt im ersten Spiel auch knipst. Würde ihm gut tun, würde uns gut tun und ich denke, dann kommen wir einen Schritt nach vorne. Das ist ein lustiger Vogel, also mit dem kann man auch viel Spaß haben und der wird schon seine Buden für uns machen, bin ich eigentlich zuversichtlich. Er versteht sich mit allen sehr gut. Er hat jahrelang auch in Deutschland gespielt. Also was das betrifft, fügt er sich da sehr, sehr professionell ein. Man merkt von Tag zu Tag, dass er sich besser einlebt. Also er ist auf jeden Fall angekommen. Ja, das wollen wir mal hoffen, dass er angekommen ist. Netter Typ, der Trainer, kommt man mit dem klar? Ja, das ist ja? Sehr nett Typ. Angenehmer Mensch. Ja, ich habe mich sehr zufrieden mit ihm. Ja, das ist gut, wenn der Spieler mit dem Trainer zufrieden ist. Also die Mitspieler werden jetzt alle viel über Ailton wissen, auch die Gegner, die werden wissen, 2004 war er deutscher Meister. Torschützenkönig, Fußballer des Jahres. Aber was weiß denn Ailton über den KFC Uerdingen? Ja, ich muss sehr, sehr zufrieden mit meiner Karriere in Deutschland. Ich habe alles gewonnen, also mit Bremen. Und ich habe mit Schalke danach eine sehr gute Saison auch. Jetzt ist mit 36 Jahren alt und ich will ein bisschen mehr Zeit für die Familie. Und ich habe gesprochen mit meiner Familie in Brasilien, mit meinem Vater und mit meiner Frau. Ich will eventuell meine Karriere beenden. Ja? Ich habe meinen letzten Club bei China. Und danach muss ich einen Kontakt mit dem KFC, mit dem Präsidenten. Und habe eine Philosophie mit dem Präsidenten, mit KFC. Und will auch von mir ein bisschen helfen. Und ich habe gesagt, das ist interessant. Ich habe sechs Liga, das nur ein Spiel pro Woche. Und nicht so viel trainieren und ich habe mehr Zeit für die Kinder, für die Frau, für meine Vater. Sehr wichtig, sehr und das, wichtig. Ja, 36 wird das ja, auch Zeit. Klar. Ja, klar. Auch Fußball, Das Thema ist, muss Fußball spielen, ich muss trainieren. Ne? Und dann habe ich eine Philosophie in Deutschland mit Arbeit in Deutschland, mit einem Spielerberater. Und danach, für mich, das muss richtig sein, muss diese eineinhalb Jahre oder zwei Jahre spielen Fußball. Lutz, wenn alles gut geht, könnte das ja, sagen wir mal, im Aufstieg enden oder mit dem Aufstieg enden und dann mit einer Jubiläumsfeier. Denn, was ist 25 Jahre her? 1985 wurde der Pokal gewonnen, ja, in Berlin. Ja. Also hier der KFC Uerdingen, damals noch Bayer Uerdingen, war mal deutscher Pokalsieger und hat große Spiele im Europapokal gemacht. Ist das Ailton bekannt, dass es da ein Sensationsspiel gab gegen eine damals noch DDR-Mannschaft? Da lag Uerdingen zur Halbzeit 1-3 zurück und hatte das Spiel auswärts auch 3-1 verloren, also glaube ich jedenfalls, lagen 6-2 zurück und dann hat Uerdingen noch 7-3 gewonnen. Auf sowas warten jetzt alle mit Ailton. Ja? Genau. Wär das ein Versprechen? Ja, warum nicht? Das ist eine klare Aussage. So, also alles ist eigentlich gerichtet, dass das eine tolle Geschichte wird. Ich bin sehr gespannt. Ein Lokalderby steht auch dicht bevor. Ne? 12.3. gegen VfR Fischeln.
Und wie viele Zuschauer erwartet man dann da? Also wir hatten im Hinspiel 7.500. 7.500 beim Hinspiel. Und jetzt spielt er, habt ihr da auch schon in der Grotenburg gespielt? Da haben wir in der Grotenburg gespielt, ja, war ja auch also ein Krefelder Verein gesagt, und ja. Das ist ja ein städtisches Stadion. Und jetzt im Rückspiel denkt man, dass die fünfstellige Zahl zu knacken ist. Ja. Also ist doch auch schön. 10.000, 12.000 Zuschauer in der 6. Liga hat man auch nicht alle Tage. Aber also Eton schön. Bleibt locker, hat ja. Spaß am Leben, hat Spaß immer. Am Fußball. Ja. Ich würde jetzt vorschlagen, die Hand muss ganz gesund werden. Ja. Und dann sind wir wirklich alle sehr gespannt, wie das weitergeht mit dem KFC Uerdingen. Und dann hoffentlich am nächsten Mittwoch der erste Einsatz, wenn es auch nur 25 Minuten sind, gegen Wuppertaler SV 2. Wir sagen nochmal, Anstoß ist um 19.30 Uhr. Weil ihr könnt immer genau. jeden Zuschauer gebrauchen. Ist ja so. Es werden schon einige kommen, aber jeder ja, gerne. Und alle sind neugierig auf Ailton. So, das war's für heute. Dankeschön für euren Besuch. Ich wünsche euch viel Glück. Ja? Danke. Den anderen natürlich auch. Ich muss immer sportlich neutral bleiben, okay. Ist ja klar. Hauptsache Schalke wird Meister, sage ich immer. Oh. Glück den einen und erfolgt uns dann. Also okay, dann genau okay. So ist das. So. Also, Gesundheit, viel Spaß am Fußball. Dankeschön. Und wir sehen uns wieder hoffentlich nächsten Montag und dann vielleicht auch wieder mit der NRW-Liga. Und gehen Sie mal hin, Mittwoch, 19.30 Uhr, Grotenburg. Schönes altes Stadion, macht Spaß, dahin zu gehen. Ja, bis dann. So, ich glaube, jetzt habe ich genug getan.